Jürgen, stimmt das eigentlich, dass es auch Lieder gibt, die du überhaupt nicht magst, weil du so viel spielen hast müssen? Ich habe von deinem Vater gehört, wenn du abends heimgekommen bist und du hast schon geschlafen, dass er dich geweckt hat und du hast ein ganz bestimmtes Lied spielen müssen. Ja, also das war früher so, nachdem ich natürlich dann mit 12 Jahren mit der Klassik aufgehört habe und habe dann im Internat die ersten Jazzklänge angefangen, was für uns absolut was Neues war. Habe ich dann daheim das auch gespielt und dann hat es ihm am Anfang nicht gefallen, aber dann hat es ihm immer besser gefallen. Und dann war es so, dann habe ich Bonacera, Senorita Bonacera und so weiter gespielt und das hat ihm so gut gefallen, dass immer, wenn er Gäste heimgebracht hat, ganz egal zu was für eine Tages- oder Nachtzeit, ich Bonacera spielen habe müssen. Und dann war er immer derjenige, der dann das noch übertrieben hat und hat gesagt, spiel's noch schneller, spiel's noch schneller. Und das war einfach für mich dann am Schluss, wenn ich gemerkt habe, oh, da geht jetzt die Haustür auf und da kommen Leute, habe ich mich schon versteckt und dann weil ich wieder Bonacera spielen habe müssen. Das heißt, du magst es eigentlich nicht wirklich? Ja, ich mag es schon, weil es ist ein Stück Familiengeschichte, kann man praktisch sagen. Weil da sind schon lustige Anekdoten passiert. Du hast in Ami-Clubs gespielt, gell? Hast du da dein Geld verdient? Ja, was heißt, ich habe mein Geld verdient. Ich hab damals in Berchtesgaden auch noch die Töpferlehre gemacht. Und da war ich 18, ja. Und da war im General Walker, hat das geheißen, da wo früher ein anderer Mensch drauf war, ist dann eine andere Macht draufgekommen, wie es halt immer so ist. Und da war Ami-Club da drum und da haben die nach einem Klavierspieler gesucht, der Boogie spielen kann. Und ich war, es ist wirklich so, unglaublicherweise, sowas gab es heute nicht mehr, in Berchtesgaden der Einzige, der Boogie spielen hat können. Und dann haben wir die mit dem Ami-Schlitten abgeholt. Ich war Lehrling, ne? Und nach der Arbeit ist ein riesen Ami-Schlitten gekommen. Offen und mit zwei Frauen drin und ich habe mich dann hinten hingesetzt, so. Und bin da aufgefahren, waren in den General Walker Club und da war ein Flügel drum, war für mich das Allerhöchste und da sind die Frauen auf dem Flügel drum gelegen und haben so wie Marilyn Monroe da mit den Füßen so, wie man es halt kennt, haben die mir da nach unten zugeschaut, haben geraucht und haben mir dann Zigaretten in den Mund reingestopft. Und was zum Trinken hat es angefangen, oder? Ja, so habe ich leider als Rache angefangen. Auf jeden Fall war das natürlich für mich ganz was Besonderes und naja. Aber du hast tatsächlich bei Blues in der Heinlein-Musik eigentlich selten gespielt. Also Blues und Boogie-Boogie hast du gespielt? Ich habe früher Blues und Boogie gespielt. Das mag ich hören. Ja. Hast du einen Boogie drauf? Oder einen Blues? Ja, aber ja. Ja, dann machen wir es so. Ich spiele mit Martin ein Blues vierhändig, weil das ist einmal was anderes. Gell? Machen wir vierhändig. Gut. Herr Pilberer.